Das ist mein Papa. Jetzt habe ich endlich mal ein Bild. Hab ich mal gefragt und ich. Gott, ich hab dich nie mehr wieder gesehen. Ich wollte dich so gerne mal wiedersehen. Ich bin aus dem KZ gekommen. Ich habe ihn auch gefragt. Das ist mein Papa. Der hat auch den Ersten Weltkrieg hat er mitgemacht. Meine Mama. Das ist meine Mutti. Das ist meine Mama da. Ach, lieber Gott. Die hat ihre Kinder geliebt, die war alles. Das war eine gute Mama. Eine sehr gute. Meine Mama haben sie mitgenommen, die haben sie vergast. Ist nicht mehr wiedergekommen, haben sie gesagt, ich werde entlassen. Mama nicht mehr wiedergesehen, Papa nicht mehr wiedergesehen. Mein Vater haben sie totgeschlagen in Mauthausen. Über 6 Jahrzehnte besaß Waldfrieda Weiß, geborene Franz, lediglich ein kleines, immer mehr verblassendes Foto ihrer Mutter Franziska Franz, geborene Krause. Nicht verblasst sind die schönen Kindheitserinnerungen und schon gar nicht die der grauenvollen Zerstörung ihrer Familie. Knapp 17 Jahre alt war Waldfrieda Franz, als sie ihren Vater Gustav Franz und die Brüder Paul, Willi, Emil und Stefan zum letzten Mal sah. Nach über 3 Jahren gemeinsamen Leidens in den Konzentrationslagern Lichtenburg und Ravensbrück verlor sie auch die geliebte Mutter. Die Fotos, die Waldfrieda Weiß im April 2008 in den Händen hält, sind keine Fotos, die ihre Familienangehörigen freiwillig anfertigen ließen. Sie sind Dokumente der Verfolgung und des Völkermordes an den Sinti und Roma, dem mehr als 500.000 Menschen zum Opfer fielen. Eine der betroffenen Sinti-Familien war die von Waldfrieda Weiß, geborene Franz. Waldfrieda Franz wurde am 28. Juli 1921 als 7. Kind von Franziska und Gustav Franz geboren. Wenige Tage nach der Geburt erfolgte die Taufe in der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Blönsdorf, einem Dorf gelegen im Fleming. Rosa Franz, die 5 Jahre später zur Welt kam, vervollständigte die Familie. Gustav Franz übte das Korbmachergewerbe aus. Vom Frühjahr bis zum Herbst verkaufte die Familie ihre Körbe an Bauern und half bei landwirtschaftlichen Arbeiten. Familie Franz war bei den flämischen Bauern sehr angesehen. Die haben uns Kuchen gebacken, die haben uns Brot gebacken. Die Leute da, die da von Flämisch-Anhalt da unten, ne? Oh ja, muss ich sagen, die kamen dann raus mit so einer Kerbe. Frau Franz, kommen Sie mal, wir haben geschlachtet. Die haben denn da so eine Gritzwürste, so eine runde, ne? Brot gebacken, selbstgemachte Butter. Da lief die Buttermilch noch durch. So haben die uns gebracht. Muss ich sagen, oh ja, wir haben es gut da gehabt. In den Wintermonaten, wenn es keine Arbeit in der Landwirtschaft gab, lebten Franziska und Gustav Franz mit ihren 6 Söhnen und 2 Töchtern in Magdeburg. Gustav Franz war sehr musikalisch und besaß zudem die Fähigkeit, Instrumente zu reparieren, was zum Lebensunterhalt beitrug. Waldfrieda Franz war 11 Jahre alt, als die Nationalsozialisten die Macht im Deutschen Reich übernahmen und deren Rassenideologie
Juden, Sinti und Roma zu sogenannten Fremdrassigen erklärte. In der Schule in Magdeburg bekam Waldfrieda Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt zu spüren. Ich hatte den Brot mitgehabt und so, wenn dann Pause war, ich wollte dann da ein bisschen essen, wenn wir rausgegangen sind. Da haben sie mir angespuckt, mehrere Sinti haben sie angespuckt, die haben dann mein Pausenbrot weggenommen, haben sie unter die Wiese getreten. Und dann Zigeunerlump, hat Loch in Strumpf und dann alles mit diesen Sachen so, ne. Ja, das war die Zeit. Ja, und dann haben sie uns auch geschlagen und so. Dann bin ich manchmal nicht zur Schule gegangen, ich habe Angst gehabt. Und dann, wenn ich das dem Lehrer gesagt habe, der hat darauf gar nicht, der hat sie ja aufgehetzt. Der wollte ja gar nicht, dass wir da in die Schule gehen. Die wollten ja, der hat ja gesagt, sowas wie ihr seid, das müsste man dann, wo wohnen sie denn? Sie wohnen da, euch fressen die Ratten auf und ach. Kann ich Ihnen gar nicht erzählen, was da los war. Das war so ein richtiges Leben und das hat uns keinen Trost gegeben, nur Erniedrigung. Mit den 1935 erlassenen Nürnberger Rassengesetzen wurde Juden, Sinti und Roma die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen. Seit Jahrhunderten waren Sinti und Roma Bestandteil der deutschen Gesellschaft. So wie Gustav Franz im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte, leistete sein 1914 geborener Sohn Johann seinen Militärdienst ab. Mein Bruder, der Johann, der war ja da als Militär. Der war ja, den haben sie ja eingezogen. Und dann noch, wie die Zeit dann aufgekommen war, da durfte mein Bruder ja nicht mehr als Militär. Der war da 2 Jahre, der gedient da in Zerbst. Meine Mama und ich, wir haben ihn ja immer besucht. Systematisch setzte die Erfassung der Sinti und Roma ein. Sie wurden zu erkennungsdienstlichen Behandlungen gezwungen. Selbst kleine Kinder mussten sich auf Polizeirevieren fotografieren und Fingerabdrücke nehmen lassen. Hunderte Akten wurden allein in Magdeburg angelegt, darunter auch Akten der Familie Franz. Ab Mitte der 30er Jahre richteten kommunale Behörden in mehreren deutschen Städten sogenannte Zigeunerlager ein. Zu den ersten dieser Konzentrationslager gehörte das Lager Holzweg in Magdeburg, in das ab Mai 1935 immer mehr Sinti-Familien aus Magdeburg und Umgebung gezwungen wurden. Ja, die haben uns ja zu einer Ecke nach die andere hingebracht, ne? Mhm. Da ist ja das schon bemerkbar gekommen, mit die, das haben die ja schon gewusst, dass die Zigeuner alle weg müssen. Mhm. So, dann haben sie uns schon so langsam aufgeräumt. Dann haben sie uns auf eine Ecke hingebracht, wo niemand da ist, wo keiner sieht und so. Dann haben sie uns mitgenommen. Auch die Familie Franz musste in das Lager Holzweg am Stadtrand Magdeburgs gelegen, in dem völlig unzureichende hygienische Verhältnisse herrschten, was nicht selten Krankheiten zur Folge hatte. Zunehmend aus ihren Berufen gedrängt, von medizinischer Versorgung ausgeschlossen und polizeilicher sowie kommunalpolitischer Willkür ausgesetzt, wurde das alltägliche Überleben immer schwerer. Der Korbmacher Gustav Franz erhielt keinen Wandergewerbeschein mehr. Damit war der Familie ihre Existenzgrundlage entzogen. Er verließ mit seiner Frau und den Kindern Rosa, Waldfrieda, Erich, Johann und Emil Magdeburg in der Hoffnung, durch Arbeit in der Landwirtschaft die Ernährung der Familie zu sichern. Die Söhne Paul, Willi und Stefan hatten bereits eigene Familien gegründet und blieben in Magdeburg. Keiner konnte ahnen, dass sie alle nie wieder zusammenkommen würden. Das wichtigste Terrorinstrument des NS-Regimes waren die Konzentrationslager, in die ab 1933 zunächst politische Gegner eingeliefert wurden. Ab Mitte der 1930er Jahre erweiterte sich der Kreis der Inhaftierten
zu denen unter anderem Juden, Homosexuelle und Zeugen Jehovas gehörten. Die Rassenpolitik brandmarkte Sinti und Roma als sogenannte Asoziale. Im Juni 1938 wurden reichsweit Hunderte von Sinti und Roma verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt. Als billige Arbeitskräfte waren die mit dem schwarzen Winkel gekennzeichneten, dort unmenschlichen Bedingungen und Misshandlungen ausgesetzt. Auch die Kriminalpolizei Magdeburg verhaftete über 40 Männer aus dem sogenannten Zigeunerlager Holzweg, darunter den erstgeborenen Sohn von Gustav und Franziska Franz. Paul Franz, von dem kein Foto existiert, kam in das Konzentrationslager Sachsenhausen. Zurück in Magdeburg blieb Pauls Frau Emma mit den Kindern. Gustav Franz hielt sich mit seiner Familie im Sommer 1938 im norddeutschen Raum auf. In den Dörfern rund um Stade hatte es schon in früheren Jahren saisonbedingt Arbeit bei Bauern gegeben. Am 27. Juli 1938, einen Tag vor Waldfriedas 17. Geburtstag, kam es zur Verhaftung einer Gruppe von 27 Sinti und deren Inhaftierung im Gerichtsgefängnis Stade, darunter Familie Franz. Vorbeugende Verbrechensbekämpfung nannten das die Nationalsozialisten. Drei Tage später wurden Gustav, Franziska, Johann, Emil, Erich und Waldfrieda Franz in das Polizeigefängnis Hamburg-Hütten überstellt. Die 12-jährige Rosa musste mit anderen Sinti-Kindern in ein Heim nahe Hannover. Nach 4 Monaten in Hamburg-Hütten brachte ein Transportführer Waldfrieda mit der Bahn nach Prettin. Bis heute ist das Ortsbild der Kleinstadt geprägt vom Schloss Lichtenburg, in dem bereits im Sommer 1933 ein Konzentrationslager zunächst für männliche Häftlinge eingerichtet worden war. Nachdem im Sommer 1937 die Überstellung der Männer in das neu zu errichtende KZ Buchenwald erfolgt war, nutzte die SS die Lichtenburg als Frauenkonzentrationslager. Das war eine große Eisentür, so eine ganz große. Und da hat der Transportführer, da hat er einen Hund bei sich auch mitgehabt, geschellt. Und dann kam eine Aufseherin raus. Wir bringen hier einen Häftling. Ne? Und da sagte die Aufseherin, da, ja, sagt sie, was soll denn mit die? Sagt sie, ist doch noch ein halbes Kind. Sagt sie, mit die können wir doch nichts anfangen, die wird doch hier nur verdorben. Und dann hat er gesagt, ja, hat er die Papiere gezeigt da. Und dann musste ich ja da rein. Zum ersten Mal von ihrer Mutter getrennt, befand sich das 17-jährige Mädchen nun im Konzentrationslager Lichtenburg, wo sie die Häftlingsnummer 1156-241 bekam. Ich habe ja gewartet und gewartet und ich dachte ja gar nicht, wo meine Mutter, wo sie die hinbringt. Und dann, wie sie denn reinkam, da haben mir die Zugänge gesagt, die Frauen, die da bei mir waren, die haben gesagt, Frieda, weißt du was, wir haben deine Mama gesehen. Die ist gekommen mit dem Transport. Die hat sie so umgesehen, hat sie gesagt zu mir. Habe ich gesagt, nee, doch, sagt sie. Deine Mama, sagte, die sieht genauso aus wie du. Sagte, die hat sich so schüchtern umgesehen und dann habe ich sie auch gesehen. Und ganz später, dann bei einem Seelappel, habe ich sie umgebracht. Da bin ich schnell durchgelaufen, hat mich keiner gesehen in die Reihe und habe ich so umgepackt und habe ihr geküsst. Und das hat eine Aufseherin gesagt. Und da hat sie mich gleich von die Haare gekriegt und hat sie gesagt, hier gibt es keine lesbische Liebe. Wissen Sie, was sie damit gemeint hat, habe ich doch gar nicht gewusst. Habe ich gesagt, das ist meine Mama. Ja. Was glauben Sie denn, was die mit mir gemacht hat? Da habe ich Arrest gekriegt, 12 Tage verschärften Arrest.
Und da habe ich nur ein Stück Brot bekommen und ein bisschen Kaffee. Und weiter rein gar nichts. Und die 12 Tage, die musste ich abmachen. Und hatte schon nichts gehabt zu essen und zu trinken, war abgemagert. Das war ein Bunker. Da war kein Licht drin und gar nichts. Da war nur eine Decke und kein Strohsack, nichts. Ach, überhaupt nichts. Da war ein so ein Brett da und da hat man sich dann draufgelegt und mit die eine Decke eins Bein oben oder unten. Und 12 Tage verschärften Arrest. Und wie ich da dann rausgekommen bin, da wurde mir dann ganz schwindelig vor die Augen. Und da war ich total weg. Ja, das habe ich da auch mitgemacht. Nur weil ich meine Mutter umgepackt habe. Ja. Ja, da war es ganz schlimm. Lagerdirektor des KZ Lichtenburg war seit Spätsommer 1938 Max Kögel, der zuvor unter anderem in den Konzentrationslagern Dachau und Sachsenhausen dem SS-Personal angehört hatte. Der war schlecht. So was Schlechtes haben sie in ihrem Leben noch nicht gesehen. Lieber Gott, was der mit Häftlingen gemacht hat, das kann ich nicht. Ja, Kegel, das war der Schlechter auch. Die haben uns ja dann gezählt auch, ne? Und wenn da irgendwie nur jemand geflüstert hat und er hat das mitgekriegt, und wurden die anderen Häftlinge, die wollten nicht sagen, wer das gewesen war, dann müssen wir alle stehen bleiben und haben hier nichts gekriegt und dann müssen wir stundenlang im Winter Schuhe ausziehen, Schlüpfer ausziehen und so müssen wir dann stehen bleiben, bis er gesagt hat, abtreten. Anfänglich war Waldfrida Franz mit einer größeren Anzahl von Frauen in einem der Schlafsäle unter dem Dach des Schlosses untergebracht, später im Zellenbau. Und dann der Hunger und dann die Kälte und dann Betten bauen, ne? Wir hatten da so eine Beziege, so blau gestreift. Und wenn wir da die Betten gemacht haben, und das war nicht ein Streifen, eins Bein blau oder weiß, wurde der Bett aufgerissen, noch einmal vom Frischen machen. Und wenn man das nicht so hingekriegt hat, dann wurde er noch einmal aufgerissen, noch einmal. Bis genau so war, wie die das haben wollten. Ne? Und dann haben wir aber nichts zu essen bekommen. Das war dann die Strafe dafür. Kein Mittag und kein Frühstück. So, was nennen Sie Mittag? Kein Frühstück. Wir haben das Brot hat einen Bogen gemacht. So viel ein bisschen Margarine und so ein klein wenig Marmelade. Und so ein Becher, das war lauwarmes Wasser, das war ja gar kein Kaffee. Und wenn wir Mittag gekriegt haben, da war von Kohl nur so ein großer Blatt und der war noch hart. Nur ein bisschen so angekocht. Manchmal hat man da auch Raupen drin gefunden. Ach, die hab gestrickt. Gestrickt. Socken und so. Ne? Und wenn ich damit war, dann musste ich in die Küche gehen, arbeiten, abwaschen und so. Und in den Flur sauber machen und die Zellen sauber machen, auf Knien schrubben. Dass manchmal der Blut so runterlief, ohne was zu essen und alles. Ja, das war da so. Mit meiner Mutter kam ich ja gar nicht zusammen. Bloß am Tage, im Tagesraum da, wenn wir waren. Ne, aber dann auch ganz kurz, sonst gar nicht. Von Lichtenburg sind wir dann nach Ravensbrück hingekommen. Im Mai 1939 endete mit der Überstellung der Häftlinge in das neu errichtete Konzentrationslager Ravensbrück die Nutzung der Lichtenburg als Frauenkonzentrationslager. Musik.
Die erste Zeit musste ich draußen auch arbeiten. Ne? Da waren die Betriebe ja noch nicht fertig. Hm. Die haben sie ja dann noch, wie mehrere Häftlinge gekommen sind. Dann wissen die ja, dann war ja der Krieg auch ziemlich dann nicht weit weg. Ne, dann haben wir ihn, dann haben die die Betriebe aufgebaut, haben sie Näherei gemacht, Zuschneiderei gemacht. Auch verschiedene Betriebe haben die da gemacht, Fischereien und alles. Ne. Ja, ich bin dann in die Zuschneiderei gegangen und da haben sie mich ausgesucht. Die haben mir da so einen Tisch hingestellt. Oh, der war lang. Kann ich Ihnen gar nicht erzählen, wie lang der war. Und schmal. Und da lagen alle so Ballen, so große, dicke Ballen, gestreift. Die müssen ja gezogen werden, dass er so eine Kante war. Und nicht über und auch nicht unter. Die müssen so, als wie im Buch. Die erste Zeit hat es ja nicht so geklappt bei mir. Ne? Aber dann habe ich doch nichts zu essen gekriegt und nichts. Dann wurde ich doch immer schwacher. Dann habe ich das so lange probiert. Dann war das so eine Kante, wie hier ist, habe ich mich selbst gefreut. Habe ich gedacht, lieber Gott, dachte ich, jetzt hast du es geschafft. Und dann kam ein SS-Mann, der war schlecht. Franz? Ja. Wer hat Ihnen das vorgemacht? Hab ich gesagt, gar keiner. Ich hab's selber gemacht. Sie liegen, hat er wieder auseinandergerissen. Er wollte genau sehen, ob ich das selber gemacht habe oder nicht. Dann hat er so lange gestanden, bis ich das geschafft habe. Und das ging mir ja nur um meine Mutter. Ich war ja noch jung. Ich hätte das ja auch überbringen können, aber sie doch nicht. Die war doch ganz. Die hat sich auch so Sorgen gemacht um meinen Papa. Und um meine Geschwister. Dann hatte ich ja noch eine jüngere Schwester. Die war dazu mal alt gewesen, glaube ich, 10 Jahre oder 11 Jahre. Die wurde auf ein Heim gebracht. Auf so ein Waisenheim. Tja, um die hat sie sich ja dann auch Sorgen gemacht. Gustav Franz war mit seinen Söhnen Emil, Johann und Erich im Dezember 1938 vom Gefängnis Hamburg-Hütten in das Konzentrationslager Sachsenhausen eingeliefert worden, wo Paul Franz bereits seit 6 Monaten Häftling war. Nach über einem Jahr in Sachsenhausen wurden Gustav, Johann und Erich Franz in das bei Linz gelegene Konzentrationslager Mauthausen verschleppt. Das im Sommer 1938, wenige Monate nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, errichtete KZ Mauthausen galt als Lager mit den härtesten Haftbedingungen. Der Standort nahe der Kleinstadt Mauthausen war deshalb gewählt worden, weil sich dort Granitsteinbrüche befanden. Die Zugangsliste vom 25. Januar 1940 weist Gustav, Johann und Erich Franz mit ihren neuen Häftlingsnummern aus. Da kam ich von der Arbeit und da habe ich gesehen, dass sie so an den Tisch 7 gesessen hat und die Arme so, das war nämlich im Winter so, und hat geweint. Und dann habe ich ihr gefragt, was sie hat. Und dann wollte sie mir das erst nicht sagen. So, zunächst. So. Doch, habe ich gesagt, Mama, du hast doch was. Sag es mir doch. Na, dann komm, setz dich mal hin. Ja, und dann hat sie mir das gesagt. Sagte, der Papa ist tot. Nach dem Krieg erfuhr Waldfrieda Weiß von ihren Brüdern Erich und Johann, wie ihr geliebter Vater ums Leben gekommen war. Und die haben dann gesagt, also dass mein Papa sehr krank war, sehr schwach, und dass sie ihn noch zu arbeiten geschickt haben. Und dass einer dabei war, so ein Lagerkapo, der hat ihn so misshandelt, hat ihn so geschlagen, weil er nichts mehr schaffen konnte.
Und darauf ist er gestorben. Da haben ja mehrere gearbeitet. Auch meine Brüder haben da auch gearbeitet, Steinbruch, die noch da war. Ja, und die sind ja dann immer noch bei meinem Papa hingegangen und haben ihm die Arbeit schnell weggenommen und haben die schnell was gemacht, aber das durfte hier der Kapo nicht sehen. Ne? Und dann hat er gesagt zu meinem einen Bruder, wenn ihr rauskommt, dann sagt mal eure Schwester Bescheid. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ja, da hat er geweint. Das haben sie mir dann gesagt. Meine Brüder, der Erich und der Bubi. Papa hat gesagt, so und so, so und so. Der hat geweint, hat gewusst, dass er dich nicht mehr wieder sieht. Dann haben sie ihn auf so eine Schiebkarre haben sie ihn draufgelegt und da hat er einen Zettel auf den großen C. Da stand er seinen Arm drauf. Sein Arm stand da drauf, dass er gestorben war. Und wie die Jungs von der Arbeit kamen, er hat gewusst, dass er sterben tut. Und dann kam die Karre da. Und die haben das gesehen, da stand sein Name drauf, der Gustav Franz, ne? Hat er gegessen. Und dann hat der Bubi gesagt, guck, das ist der Papa. Der eine Häftling ist nicht stehen geblieben, die wollten sich nur verabschieden. Nicht einmal 3 Wochen nach seiner Überstellung ins KZ Mauthausen wurde Gustav Franz im Alter von 54 Jahren ermordet. In der Sterbeurkunde wurde die gefälschte Todesursache Mastdarmerkrankung, Herz- und Kreislaufversagen angegeben. Drei Wochen nach dem Tod ihres Vaters wurden Emil und Paul Franz aus Sachsenhausen in das KZ Dachau überstellt, wo Emils Leben bereits einen Monat später endete. Als Todesursache für den gerade einmal 28-jährigen jungen Mann wurde Herzschwäche angegeben. An Zynismus kaum zu überbieten ist der Eintrag des Todesortes. Dachau, Straße der SS. Das Leben der Familienmitglieder im Lager Holzweg Magdeburg war seit der Trennung immer mehr eingeschränkt worden. Kurz nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf Polen am 1. September 1939 erging der Beschluss, Juden sowie Sinti und Roma in das besetzte Polen zu deportieren. Mit dem sogenannten Festsetzungserlass vom 17. Oktober 1939 wurde Sinti und Roma verboten, ihren Wohnort zu verlassen. 8 Tage später musste Pauls Frau Emma ein Schriftstück unterzeichnen, in dem ihr und ihren Kindern verboten wurde, Magdeburg zu verlassen. Mit der totalen Erfassung aller im Reichsgebiet lebenden Sinti und Roma war die 1936 gegründete Rassenhygienische Forschungsstelle beauftragt. Die dort tätigen Wissenschaftler zwangen die Menschen, ihre Verwandtschaftsverhältnisse preiszugeben, vermaßen und fotografierten sie von Kopf bis Fuß. Unter Leitung von Dr. Robert Ritter wurden sogenannte Rassegutachten angefertigt, die zur Grundlage der Deportation wurden. Mitte Juni 1940 wurde Stefan Franz wegen Nichtbefolgung einer polizeilichen Anordnung in Magdeburg verhaftet. Da sich Stefan Franz mit seiner Lebensgefährtin Agathe Rose während der Erfassung in Sadenbeck im heutigen Brandenburg aufgehalten hatte, wurde er gezwungen, Magdeburg zu verlassen.
Im Spätsommer 1940 wurden auch die Brüder Johann und Erich getrennt. Während Erich in Mauthausen blieb, wurde Johann nach Dachau verlegt, wo er möglicherweise seinem Bruder Paul begegnete, der jedoch kurze Zeit später, im September 1940, nach Sachsenhausen rücküberstellt wurde. Noch im gleichen Monat musste Paul in das Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg. Neben Zwangsarbeit, Misshandlungen und mangelhaften hygienischen Bedingungen quälte Franziska, Waldfrieda, Paul, Johann und Erich in allen Konzentrationslagern vor allem der tägliche Hunger. Dann ist der Magen, als wenn da irgendwie ein Feuer drin ist, das brennt. Und das tut weh, jedes bisschen, was sie trinken. Und dann haben sie, dann denken sie manchmal, mein Gott, wenn ich doch bloß irgendwie was finde, was ich so im Magen, der Magen war doch unruhig, war doch nichts drin. Ne? Dann haben wir schon gewartet auf früh morgens, da haben wir so einen Becher gekriegt, schwarzen Kaffee. Aber das war Jauche, das war kein Kaffee. Ne? Und jeder, so dick, eine Scheibe Maisbrot, trocken, dass ich das überlebt habe. Das kann ich Ihnen nicht erklären. Ich glaube, das hat der liebe Gott gemacht, weil ich so sehr an den lieben Gott geglaubt habe. Aber da sind viele Frauen, viele, 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 die es nicht geschafft haben. Meine Mama hat es auch nicht geschafft. Die war auch bei mir, die hat denn ihr bisschen Essen, was sie gekriegt hat, das waren 3 Pellkartoffeln. Ich habe sie jetzt vor die Augen, nicht, davon kann ich erzählen, sonst kann ich nicht schlafen wieder. Da hat sie vielleicht eine von gegessen, samst mit die Schal. Wenn ich denn von draußen kam, von der Arbeit, dann hat sie es mir gegeben, sagt sie. Ich habe gewusst, dass sie das nicht gegessen hat, wie gesagt, Mama, nein. Habe ich gesagt, ich bin doch jünger wie du, ich überstehe das. Du musst das, du musst arbeiten. Ich bin satt, ich kann nicht mehr, dann tut sie mir immer was vorliegen. Ne? Und dann habe ich dann gesehen, wie meine Mama auch so Hunger gehabt hat. Dann hat sie gesagt, du arbeitest doch, kannst mir dein Brot doch nicht geben. Doch, habe ich gesagt, Mama, ich bin satt. Nimm das, habe ich sie immer von dir eine Scheibe noch die Hälfte abgegeben. Im Juni 1942 befanden sich Franziska Franz und ihre Tochter bereits seit 3,5 Jahren in KZ-Haft. Machtlos musste die inzwischen 20-jährige Waldfrieda zusehen, wie ihre 62-jährige Mutter immer schwächer wurde. Und dann habe ich doch immer gesehen, dass sie immer auch weniger war und so. Sie saß denn immer so und hat immer gefroren, immer so. Und dann hat sie geweint, ach, ich darf das gar nicht. Ja, und dann haben sie sie mitgenommen. Und dann hat sie noch zu mir gesagt, ich habe oben runter geguckt, die haben uns noch nie mal verabschieden lassen. Sie ging dann mit mehreren Frauen zusammen. Und da habe ich von oben runter aus dem Betrieb runter geguckt. Da habe ich gesehen, das war so eine Reihe mit alten Frauen, alle, die nicht mehr arbeiten konnten. Ne? Und meine Mama, die war die Letzte. Und da hat sie so nach oben geguckt mit die großen braunen Augen. Und dann habe ich gesehen, habe ich auf ihr gewunken. Dann hat sie noch, habe ich Fenster schnell losgemacht. Das durfte ja keiner sehen, ne? Und da hat sie zu mir geschrien, ich komme raus. Und dann bin ich aber gewahr geworden, dass das nicht so war, dass die alten Frauen alle durch die Gaskammer gegangen sind. Die älteren Frauen waren nach Bernburg an der Saale gebracht worden. In Bernburg befand sich seit Herbst 1940 eine der 6 Gasmordanstalten der sogenannten Euthanasie. Nachdem bis Ende August 1941 die Tötung von über 9000 kranken, behinderten und sozial schwachen Menschen in Bernburg erfolgt war, wurde die Gaskammer anschließend zur Tötung von etwa 5000 Häftlingen aus Konzentrationslagern, darunter auch viele Frauen aus Ravensbrück, genutzt.
Die Häftlinge, die haben sie noch behalten, die arbeiten konnten, wo sie Nutzen haben von gehabt. Insgesamt wurden über 14.000 Menschen in der Bernburger Gaskammer ermordet. Eines dieser Opfer war Franziska Franz, geborene Krause. Um die Morde an KZ-Häftlingen zu verschleiern, wurden die Sterbeurkunden und Mitteilungen an Verwandte in dem KZ gefälscht, aus dem das Opfer nach Bernburg gebracht worden war. Am 9. Juni 1942 traf ein Fernschreiben bei der Kriminalpolizeistelle Magdeburg ein, in dem die Mitteilung erging, dass Franziska Franz einen Tag zuvor an akutem Herzversagen verstorben sei. Dies solle ihrem Sohn Willi mitgeteilt werden. Am Tage des Eintreffens dieses Fernschreibens wurde die jüngste Tochter von Gustav und Franziska Franz, Rosa, in Magdeburg verhaftet und dem Polizeigefängnis zugeführt. Gemäß Festsetzungserlass durfte sich das Mädchen nicht in Magdeburg aufhalten. Nach 2 Wochen wurde sie mit der Auflage, sich nach Werkzahna nahe Wittenberg zu begeben, entlassen. Laut einer Mitteilung aus Magdeburg an den Kommandanten des KZ Ravensbrück war Rosa Franz vom Tod ihrer Mutter unterrichtet worden. Die 16-jährige Rosa Franz, die im Alter von 12 Jahren von ihren Eltern getrennt worden war, war nun vollweise. Keine 3 Monate nach dem Mord an Mutter Franziska kam das 4. Familienmitglied zu Tode. Sohn Paul starb am 26. August 1942 im Alter von 34 Jahren im Konzentrationslager Neuengamme. Die letzten 4 Lebensjahre hatte der 6-fache Familienvater in Konzentrationslagern verbringen müssen. Im September 1942 wurde Johann Franz von Dachau in das KZ Buchenwald bei Weimar, dessen zynische Torinschrift »Jedem das Seine« lautete, verlegt. Wie die Aufnahmekartei zeigt, hatte er keine Kenntnis vom Tod seiner Mutter. Bereits nach wenigen Tagen wurde er in das Buchenwalder Außenlager Köln-Deutz verschleppt. Nach über 3 Jahren in Mauthausen kam auch Erich im Februar 1943 in ein für ihn neues Lager, Dachau. Am 16. Dezember 1942 ordnete Heinrich Himmler die Deportation aller im Reichsgebiet befindlichen sogenannten Zigeuner nach Auschwitz an. Ab 26. Februar 1943 trafen Transporte mit Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau ein. Die Männer, Frauen und Kinder wurden in den Lagerabschnitt B2E gebracht, in dem sich das sogenannte Zigeunerfamilienlager befand. In den Morgenstunden des 1. März 1943 umstellten Polizei und Gestapo das Lager Holzweg Magdeburg. Mit Lastwagen wurden alle zum Polizeipräsidium gebracht. Unter den Frauen, Kindern und Männern, die einen Tag später in Güterwaggons gepfercht wurden, befanden sich auch Pauls Frau Emma und die Kinder. Nach 3 qualvollen Tagen erreichte der Transport mit 470 Menschen am 5. März 1943 Auschwitz-Birkenau. Die Angekommenen wurden nach Geschlechtern getrennt in Lagerbüchern erfasst und bekamen ein Z, gefolgt von einer Häftlingsnummer, auf den Arm, kleine Kinder auf den Oberschenkel tätowiert. Pauls Frau Emma erhielt die Häftlingsnummer Z 611.
ihre Töchter Gisela Z612, Minna Z613, Waltraud Z615, Maria Z617, Gertrud Z618 und Sohn Wilhelm Z543. Einen Monat später, Anfang April 1943, befanden sich bereits über 12.000 Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau. In für Pferde konstruierte Holzbaracken waren je 400 bis 800 Menschen Kälte, Hitze und Ungeziefer, das sich infolge der katastrophalen hygienischen Bedingungen ausbreitete, ausgesetzt. Hinzu kamen völlige Mangelernährung, Krankheiten, Misshandlungen, Schwerstarbeit und bestialische medizinische Versuche. Bald verzeichnete das sogenannte Zigeunerfamilienlager die höchste Sterblichkeit aller Lagerabschnitte Birkenaus. Vor allem ältere Menschen und kleine Kinder erlagen sehr schnell den unmenschlichen Bedingungen. Nach dem Verlust ihres Mannes Paul, 6 Monate vor der Ankunft in Auschwitz, stand Emma nun dem Sterben ihrer Kinder machtlos gegenüber. Die 6-jährige Maria verlor ihr Leben am 14. September 1943. Am 1. Februar 1944 starb die 15-jährige Waltraud, gefolgt von ihren beiden Schwestern Gisela, 11 Jahre, und Minna, 10 Jahre jung, die beide am 14. Februar 1944 ums Leben kamen. Nachdem die Mutter am 1. April 1944 auch noch den Verlust der 14-jährigen Gertrud erleiden musste, erlag auch sie etwas mehr als 2 Monate später im Alter von 37 Jahren den Bedingungen des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Am 6. Mai 1944 wurden auch Stefan und Willi mit ihren Frauen und Kindern sowie ihrer Schwester Rosa deportiert. 10 Tage nach ihrer Ankunft sollten alle noch lebenden Sinti und Roma des sogenannten Zigeunerlagers Auschwitz-Birkenau in den Gaskammern ermordet werden. Doch die Häftlinge widersetzten sich erfolgreich. Am Nachmittag des 2. August 1944 verließ ein Transport mit Sinti und Roma, darunter Stefan, Willi und Rosa Franz, Auschwitz. In der Nacht zum 3. August trieb die SS die etwa 3000 im Lagerabschnitt B2E zurückgebliebenen, vorwiegend Kinder, alte und kranke Menschen in die Gaskammern. Damit hörte das sogenannte Zigeunerlager Auschwitz-Birkenau auf zu existieren. Von den ungefähr 23.000 dorthin verschleppten Sinti und Roma kamen ca. 21.000 ums Leben. Unter ihnen auch Willis Frau Veronika, 31 Jahre, ihre Kinder Robert, 10 Jahre, Elli, 8 Jahre, Anita, 6 Jahre, Renate, 2 Jahre, Stefans Lebensgefährtin Agathe Rose, 27 Jahre, ihre Kinder Christine, 10 Jahre, Alfred, 8 Jahre, Manfred, 4 Jahre, sowie der Sohn von Paul und Emma, Wilhelm, 10 Jahre. Rosa Franz wurde über Ravensbrück in das Außenlager Wolkenburg bei Chemnitz verschleppt. Willi und Stefan waren ab 3. August 1944 Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald und wurden von dort 4 Tage später in das Außenlager Dora bei Nordhausen gebracht. Auch Bruder Johann wurde nach Mittelbau-Dora, das ab Oktober 1944 eigenständiges Konzentrationslager war, überstellt. Während Johann und Stefan im Hauptlager Mittelbau blieben, kam Willi in das Außenlager Elrich. Dort starb er am 21. Februar 1945.
Anfang April näherten sich amerikanische Streitkräfte Nordhausen. Bevor sie die Häftlinge des KZ Mittelbau und seiner fast 40 Außenlager befreien konnten, trieb die SS alle halbwegs gehfähigen Häftlinge, darunter auch Johann und Stefan, auf die Evakuierungstransporte bzw. Todesmärsche. Die beiden Brüder wurden im Konzentrationslager Bergen-Belsen befreit. Stefan verstarb jedoch kurze Zeit danach an den Folgen der KZ-Haft. Von den 27 Angehörigen der Familie Franz überlebten nur 4 den Holocaust. Johann, Erich, Waldfrieda und Rosa. Als Waldfrieda Franz nach über 7 Jahren KZ-Haft befreit worden war, erfuhr sie zunächst nicht, dass 3 ihrer 7 Geschwister überlebt hatten. Sie heiratete Karl Weiß, den Bruder einer Freundin aus der Zeit in Ravensbrück, und gründete eine Familie. Der Sinto Karl Weiß, ebenfalls KZ-Überlebender, der seine Eltern und viele weitere Angehörige verloren hatte, wurde das Glück ihres Lebens. Jahre nach der Befreiung fanden sich die 4 Geschwister wieder und lebten schließlich alle mit ihren Familien in Osnabrück. Das ist mein Bruder Erich. Ja. Ja. Der hat ja hier noch gelebt. Er liegt ja hier auf dem Friedhof. Das war sehr schlimm für mich. So, die Albträume, so, ne? Und dann, wenn ich wach geworden bin, und dann waren sie ja nicht da. Ne? Und dann hatte ich so einen Heimweh und so einen Heimweh. Dann habe ich abends gesprochen. Und da habe ich meinen Mann aber schon kennengelernt. Ne? Der hat mich dann immer aufgeweckt. Und er hat mir denn das immer erzählt, früh morgens. Dann hat er gesagt, du hast geträumt mit deiner Mama. Und dann hast du geweint und alles die Sachen so nicht, die ich denn vorgebracht habe im Traum. Ja. Und dann, wie sie uns auseinandergerissen haben. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es sehr schlimm war. Mit Hunger und Durst und Kälte und Angst. Und Angst. Sie haben ja gar nicht gewusst, ob sie morgen noch einmal das überleben. Der Tod stand ja schon vor der Tür.